Willkommen zurück zu Grafik 2. Die Nacht des Raben. Hier in der Höhle mit Minecrawlern. Auf der Suche nach dem Erz. Auf der Suche nach Hinweisen, was hier passiert ist. Naja, gut, was hier passiert ist, ist eigentlich relativ klar. Die Leute haben nach Erz geschürft. Und haben vielleicht auch Erz gefunden, aber halt leider auch Minecrawler. Und daraufhin haben die Minecrawler die Leute halt abgeschlachtet. Und deswegen muss jetzt so ein schwächlicher Level 11 Magier kommen, um die Minecrawler zurückzuschlagen. So wie das halt nun mal ist in solchen Spielen. Ups, der ist ja schon da. Ah, diese Dunkelheit. Na komm halt her. Dich schaffe ich auch im Nahkampf. Du bist alleine. So. Geht doch. Wie viele sind noch da? Ich sehe einen. Komm her. So muss das sein. Sehr gut. Dann kann ich mich ja jetzt gemütlich nochmal hochheilen. Also mal so ein Laib Käse futtern. Und für die Vitamine noch einen Apfel hinterher. Und ein bisschen Brot. Und dann nachspülen mit Wasser. Wir wollen ja nicht, dass unser Held hier Karies kriegt. So, jetzt ist gut. Beeil dich mal ein bisschen. Schnapp dir mal eine Fackel. Und dann, sehr schön, sehe ich endlich, was es hier drin alles gibt. Liegt hier irgendwas rum? Nö, liegt hier irgendwas rum? Ja, Silvestro. Oh, Silvestro. Eine Notiz, 100 Gold, eine alte Münze. Ein Trank. Die Notiz würde ich gerne lesen. Mich interessiert dann doch, was hier passiert ist. Silvestros Notiz. Von Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Schifferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden, deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König. Gezeichnet Silvestro. Und das Versteck ist vermutlich das aus dem ersten Teil. Das sind mehrere, ne? Mal gucken, wen ich hier anlocke. Nur einen, gut. Weil der Warrior ist noch ein bisschen stärker als der normale Minecrawler. Ich werde wahrscheinlich mit dem fertig. So stark sind die dann doch nicht. Aber nicht, wenn ich noch einen normalen Minecrawler gleichzeitig neben mir habe. Ist das der letzte? Sieht so aus, ja. So. Genau, 180. So habe ich mir das gedacht. Ich dachte 150. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Aber 180 ist auch in Ordnung. Ich finde es schade, dass ich Ihnen die Platten hier nicht abnehmen kann. Ah, da ist ja einer. Eine Zange, okay. Okay. Ganz viel Zeug. Kann ich die Schatulle öffnen? Nein, aber sie ist sehr wertvoll. Haha, ich bin reich, ich bin reich. Ah, ja gut, aber dieses Versteck, das kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Da... Oder? Da kennen wir das noch aus dem ersten Teil? Oder... War das eine alte Lagerquest und ich täusche mich da und ich kenne es noch von früher. Keine Ahnung, ich weiß jedenfalls, wo Diego Sachen wie so viel Erz verstecken würde hier in der Nähe im Orkgebiet. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Und ich glaube, da werde ich auch hingehen. Ach komm, das dauert mir jetzt zu lang. Trink einen Trank. Also ehrlich, was soll der Geiz? Ich habe ja auch ganz viele Tränke gefunden. Ich glaube, ich kann mir immer mal so einen gönnen. Da
Das spart dann doch ein bisschen Zeit. So. Hä? Knochen eines Skeletts? Hier war doch eine Leiche vorhin noch. Wo ist die hin? Keine Ahnung. Egal. Gut, ich bin durch. Ich habe gelevelt. Ich habe die Minecrawler besiegt. Ich gehe jetzt diese Heilpflanze aufsammeln. Hallo? Okay. Was auch immer das gerade war. Keine Ahnung. Ich will zur anderen Schiffstelle. Und schauen, wie viel Erz die haben. Komme ich da nicht hier unten rum? Ja, das ist der kürzeste Weg. Mal schauen, ob er auch ausreichend frei ist. So viel dazu. Wenn ich mich einmal komplett entlade mit dem Feuerpfeil, werde ich vielleicht mit beiden fertig. Und dann muss ich halt den einen, den angeschlagenen, den anderen, den hier. Komm her! Zuerst umlegen. Genau. Ja, sehr gut. So hatte ich mir das vorgestellt. Genau so war das geplant. Gut. Jetzt habe ich halt wieder keinen Mana mehr. Ach komm, was soll's. Ich habe hier Tränke. Mir fehlen genau 50 Leben. Ich habe hier einen Trank. Wunderbärchen. Weiter geht's. Ich muss ja nicht immer so viel Essen futtern und so. Ich meine, so langsam werde ich ja auch so stark, dass es halt ewig dauert mit diesem Essenszeug. Ich meine, das ist zwar nett, dass es funktioniert, aber ich weiß nicht. Also offscreen würde ich es auch jederzeit tun, aber gerade für so ein Let's Play finde ich das dann doch ein bisschen zu lange mittlerweile. Hi, da seid ihr ja. Zwei Kisten Erz. Was machst du hier? Ich bin Kundschafter. Ich ziehe durch die Gegend. Aber die ganzen Snapper haben es mir nicht einfach gemacht. Ist eine gute Zeit, um sich ein paar Trophäen an Land zu ziehen. Vorausgesetzt, man versteht was davon. Kannst du mir das beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du den Biestern die Krallen rausziehst, wenn sie tot sind. Warte mal, das kostet doch bestimmt... Weißt du, wo Diego steckt? Diego? Er war bei Silvestros Schürfern dabei, aber er hat sich abgesetzt. Ich sah ihn mit zwei Rittern und einer Kiste gar nicht weit von hier. Du kannst doch von hier den alten Wachturm sehen. Geh dorthin und dann in Richtung Burg. Rechter Hand führt ein Pfad zwischen den Felsen entlang. Dorthin sind sie gegangen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Dieses Krallenziehen, das wundert mich, dass da jetzt keine Lernpunkte angezeigt werden, keine Lernpunkte kosten. Weil normalerweise kostet doch alles, was ich lerne, Lernpunkte. Ich habe 20 Stück, bringen wir das mal bei. Zeig mir, wie ich Krallen ziehe. Wichtig ist, dass du die Krallen mit einem Ruck entfernst, nicht lange rumzögern oder mit einer Klinge stochern. Auf diese Weise kannst du nicht nur Snappern, sondern auch Varanen und Schattenläufern die Krallen abziehen. Und? Was hat's gekostet? 3 Lernpunkte, war ja klar. Nipp, die bin ich nicht bereit auszugeben. Ich brauche 10 für mein Schlösserknackentalent. Und dann will ich die weiteren 10 in Mana stecken. Hey, wo kommst du her? Bist du aus der Burg gekommen? Nee, ich bin Ork. Ich bin nur zufällig hier. Hey, Junge. Niemand kommt zufällig hier vorbei. Wir sind hier am Arsch, umgeben von Snappern. Bisher ist kein Tag vergangen, an dem nicht einer von uns ins Gras gebissen hat. Du willst mir nicht erzählen, wo du herkommst? Okay, dann sollen dich die Snapper holen. Was? Hey, du. Ist ja gut. Hast ja recht. Was machst du hier eigentlich? Ich bin hier das Mädchen für alles. Sachen durch die Gegend schleppen, Snapper beobachten, Billgott hier, Billgott da. Wäre ich bloß zu Hause bei meiner Alten geblieben. Da war es zwar auch nicht anders, aber wenigstens gab es da ordentlich zu essen. Und nun bin ich der schäbige Rest von Waffenknechten, die Faye zugeteilt worden sind. Konnte ja nicht wissen, dass es eine Expedition ohne Rückkehr wird. Mein Kumpel Olaf hat sich aus dem Staub gemacht. Vielleicht hat er es ja geschafft. Ne, hat er nicht. Ich hab Olaf gefunden.
Und wo treibt er sich rum? Er ist tot. Die Wölfe haben ihn gefressen. Oh, verdammt. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens, hier rauszukommen. Und du willst nicht seinen Beutel haben, hm? So wie es aussieht. Soll mir recht sein? Dann gehören die 25 Gold eben mir. Und da habe ich nochmal 50, unbeschriftet. Seht ihr? 961. Ich müsste eigentlich nur die Schatulle verkaufen, dann habe ich meine 1000 Gold für Gorn. Ganz locker wieder. Woher kommst du? Ich komme im Auftrag von Garond. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Ich bin nicht hier, um euch zu unterstützen. Nein? Warum bist du dann gekommen? Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Ehrwürdiger Magier, deine Anwesenheit gibt mir und meinen Männern Zuversicht. Doch wäre es für uns hilfreich, wenn du deine dir von Innos verliehene Kraft für uns einsetzen könntest. Was kann ich für dich tun? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Aber solange sie hier sind, ist an Ruhe im Lager nicht zu denken. Vor allem dieser Fett hat die Hosen voll und macht die anderen Sträflinge damit verrückt. Also, wen soll ich schicken? Vilgot? Der ist auch schon völlig kaputt. Und Tengron? Er kann zwar kämpfen, aber ihm fehlt die nötige Raffinesse. Der Einzige, der das machen kann, bist du. Ich will, dass du diese verdammten Bestien jagst und tötest. Okay, ja klar, krieg ich hin. Wie ist denn die Moral? Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper, sonst dreht noch einer durch. Alles klar, kapiert. Ich müsste das zwar, glaube ich, nicht tun, aber das gibt Erfahrung. Dann mögen mich die Leute mehr. Soll mir recht sein. Innos sei mit dir. Bringst du Nachrichten aus der Burg? Kommt bald Verstärkung? Ich bin nicht hier, um Nachricht zu bringen, sondern um welche abzuholen. Dann sprich mit Fayette. Er hat hier das Kommando. Aber wenn du Neuigkeiten aus der Burg hast, dann lass es mich wissen. Wegen der Neuigkeiten? Ja? Wie ist die Situation in der Burg? Die Orks halten ihre Belagerung aufrecht. Und sie ist nach wie vor den Angriffen der Drachen ausgeliefert. Verdammt! Hoffentlich werden die Jungs durchhalten. Pass auf, in der Burg sitzt ein Freund von mir. Er heißt Uda. Wir kennen uns schon sehr lange und haben manche Schlacht Seite an Seite geschlagen. Ich möchte, dass du ihm diesen Ring bringst. Er soll ihn für mich aufbewahren. Sag ihm, ich werde ihn abholen, wenn ich wieder zurück bin. Kein Problem. Wenn ich in die Burg komme, gebe ich den Ring Uda. Gut, die Magie des Ringes wird Uda neue Kraft schenken. Und sag ihm, dass ich ihn mir wieder abholen werde. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Fayette will, dass ich die Echsen jage. Und ich empfange meine Befehle nur von Fayette. Und mein Befehl lautet, die Schorfstelle zu bewachen. Und genau das mache ich auch. Feigling. Vielleicht hilft dir jemand anders. Wie ist eure Situation hier? Wir sind umgeben von Monstern und haben kaum Erz zutage gefördert. Zudem haben wir viele gute Männer verloren. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir geben nicht auf. Ich bin gespannt, ob mir von den Weicheiern einer hilft. Ich glaub's ja nicht. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch. Hey, du. Du vielleicht? Was willst du von mir? Ich werde nirgendwo hingehen. Snapper jagen. Bleib ruhig. Niemand will, dass du irgendwo hingehst. Innos sei Dank. Weißt du, in den letzten Tagen haben immer wieder Männer das Lager verlassen. Von denen ist keiner wiedergekommen. Die wurden alle von den Snappern gefressen, aber ich nicht. Ich werde hier einfach so lange hacken, bis alles vorbei ist. Was weißt du über die Snapper? Vilgot hat sie nachts beobachtet. Ein paar von ihnen stehen unten an dem Tümpel, unten am Fuß des dunklen Turms. Andere sind genau über uns, auf der Felsklippe. Die warten so lange ab, bis wir völlig erschöpft sind. Wir haben uns hier selber in die Enge getrieben. Bald werden sie das Lager angreifen und werden ihr blutiges Festmahl halten. Verstehe. Verstehe. Hey, du. Die Gelassenheit in Person. Geht's dir gut? Die Snapper sind da draußen. Kannst du sie riechen? Ich rieche sie. Ich will einfach die Gelassenheit in Person. Geht's dir gut? Großartig. So, wen kriegt er zu mir zu helfen? Du siehst so aus, als... Hast du nicht gemeint, du wärst öfter mal draußen gewesen? Hey, du. Du bist doch bestimmt eine gute Hilfe. Bist du nicht. Okay. Dann aber... Verdammt, mit dir habe ich es, glaube ich, mir verscherzt, ne?
oder nicht? Verdammt! Ich brauche Hilfe. Na gut, dann probier ich's nochmal damit. Was weißt du über die Snapper? Warum willst du das wissen? Und erzähl mir nicht, du bist nur neugierig. Ich werde diese Snapper jagen. Das ist Wahnsinn. Ich habe sie beobachtet. Das sind blutrünstige Bestien. Dann sag mir, was du über sie weißt. Ich könnte dir schon helfen, aber nur unter einer Bedingung. Was willst du? Wenn du es schaffst, die Snapper zu töten, dann musst du mich hier rausbringen. Ich halte das hier nicht länger aus. Hast du schon mal fett gesprochen? Der Typ ist fertig. Und ich will nicht so wie er werden. Erzähl mir, was du weißt. Dann hole ich dich hier raus. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Also pass auf. Ich habe die Snapper schon eine ganze Weile beobachtet. Sie sind sehr gerissen und haben eine Art Verständigung. Sie gehen niemals alleine und greifen nur in Rudeln an. Aber da ist noch etwas. Unter ihnen ist eine Echse, die ist anders. Sie tritt selten in Erscheinung, aber ich habe sie gesehen. Die anderen Viecher erniedrigen sich vor ihr, wenn sie vorbeigeht. Aber halten sie dabei immer im Blick. Keine Echse in ihrer Nähe bewegt sich, wenn sie sich nicht bewegt. Wo finde ich dieses Mistvieh? Ich habe es beim Aufgang zu dem alten Wachturm gesehen. Gut, ich denke, ich habe verstanden. Danke. Denk dran. Du hast mir dein Wort gegeben. Klar. Ich hol dich heraus, natürlich. So, dann würde ich mal sagen, die Snapper-Jagd-Saison ist eröffnet. Blutfliege. Alter Wachturm, der ist doch hier, oder? War der nicht hier irgendwo? War hier drüben? Ja, da ist er. Ich höre hier auch schon was. So, was haben wir? Ach, hier ist der Rudelführer. Schau mal einer an. Verdammt! Könnte ich bitte mal treffen? Das wäre echt praktisch. Oh, komm schon, du kannst doch wohl nach unten zaubern, oder? Jetzt sag mir nicht, du kannst nicht nach unten zaubern. Dann machen wir das doch mal so. Wow! Was? Zum Henker. Okay, das trifft. Sehr gut. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht von hier oben treffen. Ja, so viel dazu. Na, klasse. Gut, wir sehen uns da wieder beim nächsten Mal. Ich werde das Ganze nachstellen. Und ich werde dann beim Wachturm sein und den Rudelführer jagen. Oder wo habe ich zuletzt gespeichert? Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss.